Ja, sicher kann man darüber diskutieren. Erste Halbzeit ist sicher eben die bessere Mannschaft gewesen, das ist klar. Aber wenn 0-0 steht, ist alles möglich. Und ja, wir haben Gas gegeben in der zweiten Halbzeit und darum ist es halt so hoch ausgefallen schlussendlich. Ja, nein, wir wissen, dass wir dranbleiben müssen, dass wir jeden Gegner ernst nehmen, dass wir gegen jeden Gegner Vollgas geben müssen und sonst langt es einfach nicht mehr. Und das ist die Schwierigkeit, die wir haben und das probieren wir so gut zu machen wie möglich. Erklärung noch nicht wirklich, aber es ist gut, können wir noch aufdrehen, können wir den Schalter umlegen, aber sicher probieren wir im nächsten Spiel von Anfang an parat zu sein und auch eine gute erste Halbzeit machen. Ich glaube nicht, dass er dran war. Ich habe ihn noch nicht gefragt, aber es spielt auch keine Rolle, wer das Goal macht. Ja, ich habe den Kopf extra zugezogen, damit der Lukas das Goal macht. Aber wenigstens den Goal ein bisschen irritieren können. Nein, es war ein super Ball von ihm. Da musst du gesehen, nicht einmal unbedingt den Kopf anheben. Der kommt so gut auf den zweiten Pfosten. Und ja, es war sicher ein Goal wert heute, wenn man es schwer tut, dass man durch Standard-Goal in Führung gehen kann. Ja gut, wir haben auch gegen IB gespielt und IB hat momentan sehr viel Selbstvertrauen, hat sehr viel Qualität auch in der Vorwärtsbewegung. Und von dem her ja, sind wir froh, dass wir können umstellen in der Pause umstellen können, dass wir dominant auftreten sind und schlussendlich auch verdient 3-0 gewonnen haben. Schau, ich bin kein Fan von Ausrufezeichen und Machtdemonstrationen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass uns der Saisonstart so gut gelungen ist. Aber was willst du nach 4 Spielen schon von einer Machtdemonstration oder von einer Vorentscheidung reden? Also, ja, wir bleiben auf unserem Weg und haben ja am Sonntag schon mal eine schwere Aufgabe im Cup oder die schwerstmögliche Aufgabe, die wir hätten können überkommen. Und von dem her sind wir sicher gut beraten, wenn wir jetzt ja, wieder Spiel für Spiel nehmen, auch wenn es für euch langweilig tönt. Und dann wollen wir den Saisonstart so lange wie möglich erfolgreich durchziehen. Ja, man merkt es, wir haben einen riesen Konkurrenzkampf in der Mannschaft. Jeder ist heiß zum Spielen, das merkt man auch in den Trainings. Und es tut der Leistung sicher keinen Abbruch. Also, ja, jeder wird unbedingt zeigen, dass er auf dem Platz will und muss stehen.